Man hat früher an der Herbstmesse auch Theater gespielt. Italienische Truppen haben dann nicht nur Commedia dell'arte, Steigriff-Komödie geboten. Sie sind auch als Springer, als Turnartisten, als Tierbändiger und sogar als Wunderbalsamhändler auftreten. Näher an unsere Gegenwart aber führen uns heimelige Basler Messpoesien. Der Fritz Liebrich lobt die alte Resslerite. In Samt, in Gold und Silber, auf Ressli, mit Sattel und Beiss, mit Sotzle, Juche und Musik, fährt die Jugend ins Paradies. Und alleweil um, was rennt man nicht allem noch? Eine Jugend auf goldigem Schimmel, es pfifft und das Ressli bleibt stehen. Auch der Theobald Baldi Bärwart jubelt. Die Messe leidet ein. Der Stand ist fix und fertig. Salanoni, da hat ein Nougat dran der Türkelhonig. Einordnet in der Auslage gefüllt die Mocke. Die Schiessjumpfern stehen parat mit blonden Locken. Es hat gelehrte Hunde und Katzen, Flohtheater, ein Panorama mit dem Ätna-Krater, der Feuer speit, und ein Weltpanoptikum. Und was dazu noch dran und drum. Die Messe leitet ein, es dehnt wie Weltversehnung. Man geht und genießt, geht viel aus oder wenig. Vergiss den Alltag, alle Zorn und Teibe, auch Rosenkirchle-Zauber auf dem Seibi. Und dann ist auch sie nach Basel an die Messe gekommen. Miss Gerda, die Wonderwoman. Mit ihren 408 Pfund ist sie gleichzeitig die Königin aller Kolossalfrauen. Die schwerste und wohlproportionierteste Riesendame der Welt. Der Ausrufer von dieser Bude, von dieser Englischmiss, so hat mir mein Vater erzählt, hat das Basler Publikum auch Englisch angelockt. Ladies and Gentlemen, Bulldogs and Babies, here you see the one and only, the wonderful English Giant Woman. Reden wir aber auch von der Messe Wundertier. Im Theater der gelehrtesten Hunde und Katzen der Welt tanzen die Tiere Ballett, spielen Klavier, kennen die Landesfahnen, die Uhrzeit und die Fotografien aller Monarchen der Welt. Und weiter geht's mit den Sensationen von anno dazumal. Der schöne Tambourmajor ist 2,28 Meter groß. Die Regelmäßigkeit seines Körpers erregte die Bewunderung sämtlicher großen Höfe und Herrschaften. Zum ersten Mal hier an der Herbstmesse, Herkules, genannter Kanonenmann vom Zirkus Napoleon in Paris, ist das Nonplusultra der menschlichen Kraft. Die Riesenjungfrau Brünnhilde ist ein Gebild aus dem altgermanischen Götterhimmel. Sie ist eine äußerst imposante Erscheinung mit schönen Gesichtszügen und wallendem blonden Haar. Und jetzt schlömen wir auch noch einmal kräftig auf Pauke. Hereinspaziert! Hereinspaziert! Hier staunt sogar der Großvater und die Großmutter. Sehen Sie die absolut einmalige, herzzerreißende, jedes menschliche Herz bewegende Sensationen. Hier ist zu sehen, wie der Frosch ins Wasser springt und dabei sein Leben riskiert.